Das war eine Tür zu einem unbekannten Bereich der Kapelle. Ich glaubte nicht, dass man im Inneren der Kapelle irgendwie zu der Tür runterkam. Die Regenrinne führte zu einem kleinen, flachen Abflussgitter. Das wäre nutzbar. Hey Nico, wie läuft's? Nicht schlecht, George. Bin immer noch hier. Das könnte nützlich sein. Hey Nico, ich habe einen Plan. Over. Roger, George. Was meinst du? Ich deponiere das Funkgerät hier draußen. Vielleicht reicht das ja, um den Wachposten abzulenken. Gib mir eine Sekunde, um das vorzubereiten. Und dann sag was. Geht klar. Vorsichtig legte ich das Funkgerät in die Regenrinne. Schnell, George, ich habe einen Weg nach draußen. Vorsicht, ich werde schießen. Der Hammer traf den Wachposten fest genug am Kopf, um ihn auszuschalten. Was hast du mit der Wache angestellt? Also diese Treppe scheint sehr rutschig zu sein. Er ist irgendwie runtergefallen. Guck da, Nico! Eine Seilbahnkabine bereit zur Abfahrt. Schnell, bevor Langham die Anlage stilllegt. Meinst du nicht, wir hätten vielleicht die nächste abwarten sollen? Wir haben sie erwischt, oder, Nico? Was jammerst du denn? So, wenn ich jetzt das Fenster aufkriege, ist alles gut. Vielleicht auch nicht. Noch nicht ausflippen. Ich lass mir was einfallen. Ich kam nicht ganz an den Griff heran. Thank you.
Verdammt, das klemmt ein bisschen. Sekunde noch. Jetzt beeil dich. Nico? Nico! Oh, Mr. Stobart, endlich treffen wir uns wieder. Ich will mein Gemälde zurück. Welches Gemälde? La Malédiction. Gesundheit. Lassen Sie die Spielchen. Wir wissen beide, dass das Gemälde einen Schatz birgt, Mr. Stobart. Wissen Sie, selbst wenn das Bild Ihnen gehörte, ich würde es Ihnen nicht geben. Sie sind bloß ein gewöhnlicher Verbrecher. Oh, das haben Sie nett gesagt. Aber Sie ärgern mich nicht nochmal. Nochmal? Sie haben meinen Rubel gestohlen. Meine 12-Rubel-Münze aus Platin. Das war doch bloß eine alte Münze. Eine alte Münze, die 150.000 Dollar wert ist. Oha, muss eine alte Frau reichlich lange für stricken. Na, ich habe genug von Ihren faulen Witzchen. Sie werden mir jetzt sagen, wo der Schatz liegt, und zwar auf der Stelle. Auf keinen Fall, Medowski. Ach übrigens, haben Sie eben wirklich gesagt, endlich treffen wir uns wieder? Hallo? Hier unten! Oh, hallo, Miss. Könnten Sie mir helfen, bitte? Nein, kann ich nicht. Aber solange Sie da unten sind, könnten Sie mir vielleicht was erklären? Was? Bei unserem ersten Treffen haben Sie was gesagt und das geht mir im Kopf rum. Hab ich denn eine andere Wahl? Genau! Genau was? Die Wahl. Verstehe ich nicht. Also, ich bin Determinist. Passt zu dieser Art Arbeit. Aber was Sie in London gesagt haben, hat mich auf eine wichtige Frage gebracht. Gibt es so etwas wie freien Willen? Denn wenn ja, habe ich ein paar ziemlich blöde Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Also müssen Sie mir mal eben helfen. Sie empfinden also Reue? Nein, ich glaube nicht. Aber Sorgen mache ich mir. Dieser ganze freie Wille-Kram bringt mich ins Grübeln. Was macht Ihnen Freude im Leben, Shears? Naja, Fußball, eine gute Rauferei und Heckenskulpturen. Wir haben einen Willen. Wir können immer selbst entscheiden. Jetzt auch. Sie können frei entscheiden. Helfen Sie uns oder nicht? Ich weiß nicht. Wollen würde ich schon. Aber der Boss. Meine Philosophie-Nachhilfe schien zu wirken. Ein Determinist sind Sie also. Ist das nicht bloß eine Ausrede, warum Sie sich von Medowski rumkommandieren lassen? Immerhin weiß ich, wer meine Handlungen steuert. Wissen Sie das auch? Na klar, ich tue, was ich will. Sie wollten also von der Gondel springen, ja? Ja, weil Sie und Medowski auf mich geschossen haben. Sie wollten doch auf mich schießen, oder? Na, ja, aber den Typen in der Galerie wollte ich nicht erschießen. Geben Sie es zu, Shears. Determinismus ist bloß eine Methode, sich vor Verantwortung zu drücken. Vielleicht haben Sie recht. Na und? Können Sie Medowski nicht aufhalten? Ich sag ja. Das hätte wenig Sinn. Sein Handeln ist vorbestimmt, genau wie meins. Macht Spaß, mit Ihnen zu reden. Aber könnten wir nicht irgendwo Gemütlicheres weiterreden? Geht nicht. Der Boss will, dass Sie abkratzen. Warum tun Sie nicht, was Sie tun wollen? Da müsste ich mir ganz sicher sein. Können Sie gar nichts tun, um uns zu helfen, Shears? Das würde mich meinen Job kosten. Mindestens.
Sie sind also Fußballfan, ja? Schönste Nebensache der Welt. Wenn alles vorbestimmt ist, warum dann überhaupt spielen? Welchen Sinn hätte dann das Ganze? Manchmal, wenn wir verlieren, sehe ich das exakt so. Wenn Ihre Heckenskulpturen vorbestimmt sind, was bringt das dann? Formschnitt hat nichts mit Ausdrucksfreiheit zu tun. Es ist gartenbauliches Valium. Es macht, dass die Stimmen aufhören. Sie hatten gar nicht vor, Henri zu töten? Ich wollte ihn nur ein bisschen erschrecken. Aber dann ging die Knarre los und den Rest kennen Sie ja. Freier Wille hatte damit nichts zu tun. Aber Sie hatten sich entschieden, ihn nicht zu töten. Dass er gestorben ist, war ein Unfall. Glauben Sie also, ich hätte noch eine Chance zur Umkehr? Naja, Sie wollten Henri ja nicht töten. Tod ist aber trotzdem. Genau, es war versehentlicher Mord. Wenn Sie mit Umkehr eine Gefängnisstrafe mit frühzeitiger Entlassung wegen guter Führung meinen, dann, ja dann glaube ich, Sie haben noch eine Chance. Und wissen Sie was? Nein, sagen Sie es mir. Ich werde langsam zu alt für diesen Verbrecherkäse. Ich glaube, ich habe eine Erleuchtung. Oder? Ich habe was Falsches gegessen. Nein, es ist definitiv eine Erleuchtung. Ich glaube, Sie haben recht. Was mich hierher gebracht hat, war ich und alles, was ich getan habe. Ich gehe mit dem Boss reden. Der hört sicher auf vernünftige Argumente. Boss! Boss! Was ist denn, du Blödmann? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst mich nicht stören, wenn ich dabei bin, jemanden umzubringen? Worauf hatten wir uns geeinigt? Ich bin der große Mann, der die großen Sachen erledigt. Und ich bin der kleine Mann, der die Kleinigkeiten erledigt. Genau. Also hast du nicht irgendwo eine Kleinigkeit zu erledigen? Es gäbe da schon eine Kleinigkeit, jetzt wo Sie es sagen. Na dann lass dich nicht aufhalten. Kümmere dich darum, Mann. Wenn Sie das sagen, Boss. Oh, was? Bitte sehr. Freier Wille auf Befehl. Also das nenne ich mal ein echtes Paradoxon. George? Das hat aber lang gedauert. Medowski und ich hatten größeren Gesprächsnachholbedarf. Und du und Shears, ihr schient euch doch blendend zu unterhalten. Also dachte ich, du meldest dich schon, wenn ihr fertig seid. Immer nett, alte Freunde zu treffen. Oh, sie beide, ein Glück. Sie glauben ja nicht, was gerade passiert ist. Wir glauben alles. Oh je. Das wird den Mönchen gar nicht gefallen. Wir hatten einen kleinen philosophischen Disput auf dem Weg nach oben. Nichts, was sich mit ein paar Streicheleinheiten nicht beheben ließe. Jep, nicht wirklich kaputt. Mehr in einem Übergangsstadium. Erstaunlich, was man mit ein bisschen Farbe erreichen kann. Was jetzt, George? Wir finden Langham, stoppen seinen verrückten Plan, retten Eva und du gewinnst den Pulitzerpreis. Hey, wenn du das so sagst, George, klingt es einfach. Wie sollen wir Langham jetzt fangen? Na, wir wissen ja relativ genau, wo er hin will. Stimmt, nach Mesopotamien, also in den Irak. Nicht gerade ein Touristenmekka. Soll ich sie hinbringen? Ich glaube nicht, dass wir Langham mit dem Auto einholen. Nicht mit dem Automann, mit Medowskis voll fettem, voll aufgetankten, voll steuer- und abgabefreien Learjet 60. Sie meinen, Sie kommen rein in den Irak? Wäre nicht das erste Mal, wenn Sie wissen, was ich meine, Schätzchen. Ich habe die Schlüssel, die Kontakte und der Barschrank ist voll. Wie wär's? Ist das Mindeste, was ich tun kann? Das Letzte, woran ich mich erinnerte, war, dass ich in Medowskis Jet stieg.
und einen Cocktail von Cheers entgegennahm. Hallo. Ist da jemand? Was ist denn mit dem Licht passiert? Ist es so besser? Boah, Senor Marquez. In der Tat. Hallo, George. Aber Sie sind tot. Macht der Tod Ihnen Angst, George? Allerdings. Ich habe das ungute Gefühl, er kommt auf mich zu. Sie haben keine Wahl. Sie dürfen nicht zulassen, dass Lengen Jehova vernichtet. Lucifer und Jehova müssen in Harmonie herrschen. Oder es siegt das Chaos. Hören Sie nicht auf ihn, George. Er will Sie nur in die Irre führen. Er ist ein Gnostiker, ein Ketzer. Lucifer ist der Teufel. Er muss vernichtet werden. Jehova muss allein herrschen. Na, na, immer mit der Ruhe, Padre. Ich bin kein großer Fan des Teufels, aber wenn Jehova regiert, was kommt dabei heraus? Unterordnung, Unterdrückung, stumpfsinnige Konformität. Nicht mein Ding, Freundchen. Ich bin mehr für Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Bacchus ist ein Gott nach meinem Geschmack. Ach, sehen Sie, was dabei herauskommt, wenn einer sich von Jehova abwendet? Ein Hedonist voller Farbspritzer. Hören Sie nicht auf die beiden, George. Ein Ketzer und ein fauler Säufer. Ich bin nicht faul. Und ich kein Ketzer. Ich war der beste Fälscher der Branche. Und ich ging mit Freuden in den Tod für meinen Glauben, wie tausende meiner Vorfahren. Moment, Leute. Leute, bitte. Mein Traum, meine Regeln, okay? Für mich sieht das so aus. Was Sie Gier nennen, ist für ihn Streben. Und Ihre Unterordnung ist seine Ordnung. So, in etwa einer Stunde stehe ich vor einem Mann, der vorhat, Gott zu vernichten. Ich brauche Ratschläge, praktische Ratschläge. Kippen Sie sich einen hinter die Binde und gehen Sie unter wie ein Mann. Sie sind sowieso geliefert. Unsinn! Glauben Sie an Gott und er wird Ihr Schild sein. Hören Sie nicht auf die zwei, George. Sie haben beide Unrecht. Erhalten Sie die Harmonie. Wahren Sie das Gleichgewicht. Aber wie soll ich... Die Antwort ist in Ihren Händen, George. In meinen Händen? Wie meinen Sie das? George? George, wach auf! Du hast geträumt! Was? Was hast du gesagt? Du hast geträumt. Irgendwas von Sex und Drogen, so wie sich das angehört hat. Ja. Sind wir denn bald da? Naja, sieht aus wie der Ursprung vierer Flüsse. Der Garten Eden dürfte also da unten sein. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapitän. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Die Temperatur in Eden liegt bei angenehmen 30 Grad. Wir werden auf einer flachen Ebene etwa 2 Kilometer tief in der Wüste landen. Also einen angenehmen Spaziergang von Ihrem Ziel entfernt. Bitte legen Sie nun Ihren Sicherheitsgurt an und all den Krempel. Lassen Sie mich zum Abschluss die Gelegenheit nutzen, mich persönlich zu bedanken, dass Sie sich für Air Shears entschieden haben. Wir hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Los jetzt, ich glaube, wir sind fast da. Warte, George. Ich glaube, Cheers braucht eine Pause. Verfluchte Hacke. Ich bin fix und alle. Ich muss kurz mal verschnaufen. Geh du weiter, George. Wir kommen nach.
Oh, Leute. Wir haben ein kleines Problem. Etwa Langham? Schlimmer als das. Kommt mal her und guckt. Oh, George, mach doch nicht so ein Drama draus. Oh, da, eine Ziege. Sie mögen Ziegen? Ich liebe sie. Hey, wir könnten sie Donna nennen. Was für ein hübscher Name. Nicht wahr, Prinzessin? Hast du Hunger, Schätzchen? Okay, während du hier den Ziegenflüsterer raushängst, sehe ich mich mal um. Das ist ein Wolframlaster, was bedeutet, Langham ist nicht weit. Am Boden lag ein riesiger Steinkopf. Seht meine Werke, Mächtige, und erbebt. Am Boden lag ein riesiger Stein. Da seid ihr ja. Aber wo ist Langham? Was ist das denn jetzt? Glaubt ihr, der Boss kommt raus? Weiß nicht, ey, ist mir auch Latte. Ich sollte bloß ein Loch in den Felsen da machen. Ich bin fertig hier. Wart nur noch auf meine Mitfahrgelegenheit. Geben wir ihm maximal eine halbe Stunde. Ich find's gruselig hier. Jetzt hab dich nicht so. Paar alte Statuen. Was kann da schon schief gehen? Ist gut. Wie du gesagt hast. Halbe Stunde. Wir müssen an diesen Idioten vorbei und Langham aufhalten. Schwierig. Die haben reichlich fette Wumm dabei. Außerdem bin ich ein geläuterter Mensch. Sinnlose Gewalt habe ich aufgegeben. Miss Collar ist dabei, mich aus der Dunkelheit ins gelobte Land zu führen. Einen Tag nach dem anderen. Ganz klasse, Shears. Echt gutes Timing. Wir müssen irgendwie an denen vorbei.